weil wir diese Dinge auch mal selber ein bisschen ausprobieren wollen und erleben wollen quasi, probieren wir das, kann man das auch selber probieren, ja, also ihr habt auf euren Rechnern die Kommandozeile, ja, bei Windows tippt ihr einfach auf die Windows-Taste und tippt dann CMD ein und Enter. Bei macOS macht ihr das so, dass ihr die Apple-Taste und die Leertasten drückt gleichzeitig und dann gebt ihr Terminal ein und dann bekommt ihr auch so eine Kommandozeile. Ja, die sieht ungefähr so aus. Haben wir sie denn? So sieht sie aus auf einem Mac-Rechner. Ja, da ist die Bezeichnung des Rechners und euer Username zu sehen und nach dem Dollar könnt ihr Sachen eingeben. Und da könnt ihr dann eine beliebige Webseite eingeben, eine beliebige URL eingeben, zum Beispiel www.wikipedia.de. Und wenn ihr da Ping eingebt, dann passiert Folgendes. Zunächst einmal, ich gebe jetzt mal Ping Wikipedia ein, ja, also www.wikipedia.de. Und als erstes wird nach der IP-Adresse geschaut, die der Webserver von der Wikipedia-Seite hat. Das ist 134.119.24.29 in dem damaligen Fall. Und dann wird gemessen, wie lange es dauert, dass der Ping, dieses Paket, das ist ein spezielles Paket, das zum Protokoll quasi für die Kommunikation im Netzwerk gehört. Und dieses Paket ist ein spezielles Paket. Und da steht, sobald jemand ein Ping-Paket bekommt, weiß er, okay, ich habe die Aufgabe, dieses Paket zurückzuschicken. Oder ein Antwortpaket, um genau zu sein, zurückzuschicken, sodass derjenige, der sein Ping-Paket abgeschickt hat, messen kann, wie lange es dauert, bis es zurückkommt. Und so kann man die Leistungsfähigkeit, also um genau zu sein, kann man damit die Geschwindigkeit der Übertragung von kleinen Datenmengen messen. Also wenn ich so ein kleines Ping-Paket losschicke, also ich sage, hey, Computer, ich möchte, dass du jetzt einen Ping an den Wikipedia-Server schickst. Das Erste, was der Computer macht, ist nachfragen, hey, wie ist denn die IP-Adresse auf dem Wikipedia-Server? Wenn mein Modem das nicht weiß, fragt das Modem den Telekom-Server. Und wenn der das nicht weiß, fragt er den Domain-Name-Server. Oder DNS steht eigentlich für Domain-Name-System. Und der Telekom-Server, der weiß das vielleicht auch nicht, dann fragt er bei der DENIC. Und einer von denen weiß das jedenfalls und gibt es dann wieder zurück an mich. Dann weiß mein Computer jetzt die IP-Adresse und dann sagt er, hey, ich habe dieses wunderschöne Ping-Paket für diese IP-Adresse. Leitet das bitte weiter. Und dieses Paket geht dann an den Router, an das Modem. Das Modem schickt es dann an den Telekom-Server. Der Telekom-Server schickt es dann über das Internet und über viele verschiedene Rechner, die da im Weg sind, quasi weiter bis zum Wikipedia-Server. Der Wikipedia-Server bekommt es und schickt es dann zurück. Genau. Und das wird dann gemessen. Und zwar, wie lange das für den ersten dauert, für den zweiten, für den dritten. Und dann kriegt man eine kurze Statistik. Und hier kann man sich das schön angucken. Ja, also es ist 64 Bytes groß. Das hier war damals die IP-Adresse zum damaligen Zeitpunkt von dem Wikipedia-Server. Wird es wahrscheinlich immer noch sein. Und das nullte Paket, das wird hier mit 0 angefangen zu zählen. Das TTL steht für Time to Live. Das heißt, wie oft das Paket über verschiedene Rechner hüpfen darf. Und es hat 18 Millisekunden gedauert im ersten Versuch, im zweiten Versuch ein bisschen länger, im dritten Versuch etwas länger, im vierten Versuch ein bisschen weniger und im fünften Versuch noch weniger. Sehr, sehr stark abweichend sind diese Zeiten nicht. Hier gibt es dann nochmal eine statistische Auswertung, ja, wie lange hat es minimal gedauert, wie lange hat es maximal gedauert, was war der Schnitt und was war die Standardabweichung. Ja. Vorsicht, bei macOS, wer von euch das probiert hat, gucken, nicht, dass schon jemand offline ist oder Panik bekommt. Wenn ihr das bei macOS macht, müsst ihr irgendwann Steuerung C, ja, Steuerung ganz links unten, die Taste und C, den Buchstaben C drücken für abbrechen. Das ist dieses Symbol, was ihr hier auch bei mir seht. Nach dem fünften Ping habe ich das abgebrochen. Bei Windows endet das automatisch nach dem vierten oder fünften Ping. Genau, und so könnt ihr dann quasi live das probieren. Ich kann das auch mal probieren. Ja, ich habe hier den Command Prompt. Und dann gebe ich ein Ping www.wikipedia.de. Dann löst er die Adresse auf. Wie ihr seht, hat sie sich nicht geändert. Dann schickt er 4 Pakete ab und gibt mir die Millisekunden, die das gedauert hat, um die zu empfangen. Dort 32 Bytes große Pakete. Und sagt mir dann, wie viele verschickt wurden, wie viele angekommen sind, wie viele verloren gegangen sind, die Prozentzahl der Verluste auch. Und dann hier auch nochmal die statistischen Angaben. Funktioniert bei euch genauso. Ja, dann schauen wir uns nochmal an. Ich habe jetzt so anonym gesagt, der Telekom-Server schickt es an das Internet und das Internet schickt es dann weiter.
schauen wir uns das mal konkret an. Ja, also jetzt betrachten wir mal alles als das Internet und gucken uns im Detail an, wie das funktioniert. Also wir haben wieder links unseren Rechner, dann haben wir den Telekom-Server und den Wikipedia-Server und dazwischen sind ganz viele bunte Rechner. Ja. Und ich stelle jetzt also quasi eine Kette her von Rechnern, die untereinander direkte Verbindungen haben, bis der letzte Rechner eine Verbindung mit dem Wikipedia-Server hat und der erste Rechner eine Verbindung mit mir. Und wenn diese Verbindung steht, dann kann so ein Paket von dem ersten Rechner zum zweiten, zum dritten, zum vierten, zum Wikipedia-Server geschickt werden. Und natürlich auch wieder zurück. Deswegen ist es manchmal so, dass das erste Paket länger braucht und es dann schneller geht. Warum das Internet jetzt so stabil ist und so überlebensfähig, liegt daran, dass auf dem Weg meistens nicht nur eine ganz bestimmte Anzahl von Rechnern quasi für die Minimalverbindung in Frage kommt und keine anderen, sondern man kann die Verbindung über viele verschiedene Rechner herstellen. Ja, also der Telekom-Server kann sich aussuchen, ob er über diesen oder über diesen Rechner versucht, zum Wikipedia-Server zu kommen. Und der hier kann sich aussuchen, ob er vielleicht den großen Umweg quasi über den Telekom-Server wieder nimmt oder über diesen Rechner oder über diesen Rechner. Und wenn wir uns diese Route eben über diese vier Rechner hier oben angeschaut haben, wäre eine Route über diese Rechner hier unten genauso möglich, wenn auch nicht genauso schön animiert. Und wenn jetzt zwischendurch ein paar Routen ausfallen, dann ist es so, dass die Rechner, sozusagen die Server, die untereinander Verbindungen aufbauen, jeweils auch so ein bisschen messen, wie lange das dauert, bis der andere Rückmeldung gibt. Und wenn der andere mal keine Rückmeldung gibt, dann weichen sie auf eine andere Route aus. Ne? Und wenn jetzt also zum Beispiel der Telekom-Server merkt, oh, der hier ist eigentlich nie erreichbar für mich, vielleicht hat er einen Bagger in die Verbindung geschnitten, dann schicke ich meine Pakete halt über den. Und jetzt bekommt der die Pakete und sieht, oh, der hier ist gar nicht mehr erreichbar für mich, da stimmt irgendwas nicht, dann schicke ich meine Pakete über den. Ne? Und dann sucht sich die, so wie so ein Wurm, sozusagen wurmt sich die Richtung, oder schlängelt sich quasi das Paket seinen Weg zum Wikipedia-Server. Tatsächlich macht das Paket selber eigentlich gar nichts, sondern die ganzen Rechner zwischendurch machen das quasi. Aber weil sie jedes Mal fragen, hey, hast du eine Verbindung zum Wikipedia-Server? Wie schnell ist deine Verbindung zum Wikipedia-Server? Und dann fragen sie den und wenn der antwortet, dann vergleichen sie quasi die Werte alle paar Sekunden, bewerten sie quasi diese Verbindung neu. Und wenn jemand gar nicht antwortet, dann kriegt er halt auch keine Pakete mehr. Und dadurch kann es sein, dass zum Beispiel das Paket, das ich abschicke zum Wikipedia-Server mit der Frage, hey, schick mir doch mal die Wikipedia-Seite über das Routing, dass das über diese Server dahin kommt. Auf dem Rückweg aber kommt es zum Beispiel über diese Server. Ja, oder dass mein erstes Paket, wo ich nach dem Routing frage, über diese Server hier läuft und mein zweites Paket läuft aber über die Server da oben. Genau deswegen ist es einerseits, wenn man quasi in Anführungszeichen mitten im Internet ist, schwierig sozusagen die komplette Kommunikation von jemandem abzurufen und mitzuschneiden. Aber wenn man hier am Ende ist, dann kriegt man halt alle Kommunikation mit, die von dem da rauskommt. Und man kriegt, wenn man hier auf dieser Seite ist, auch alle Kommunikation mit, die ankommt. Das ist ja auch sinnvoll, dass der Wikipedia-Server alle Informationen und Kommunikation an den Wikipedia-Server bekommt. Wenn jetzt aber hier zum Beispiel noch ein Dienstleister dazwischen ist, der als einziger sozusagen das Internet für den Wikipedia-Server herstellt, dann kriegt der auch immer mit, wer welche Anfragen wann stellt. Und manchmal kriegt er nicht genau mit, welche Anfragen gestellt werden, weil die Kommunikation verschlüsselt ist. Inzwischen ist das der absolute Standard und es sollte keine unverschlüsselte Kommunikation mehr geben. Aber wenigstens kriegt er immer noch mit, wer und wann. Ja, später in der Einheit zur Kryptographie, da finden wir dann raus, wie das funktioniert, dass niemand mitbekommt, mit wem man im Internet so spricht. Genau, jetzt gibt es noch verschiedene Dienstleister. Ja, das nennt man dann Tier 1, Tier X Services. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, deswegen vergesse ich das immer. Aber das wird dann so in Tier aufgeteilt und sozusagen die Leute, die den Backbone quasi, die ganz dicken, großen Internetverbindungen anbieten, das sind dann halt verschiedene Firmen. Ja, da haben wir Freenet, Level 3, Sprint, NTT, AT&T, Telekom und so weiter, die halt in verschiedenen Regionen verschiedene große Netzwerke betreiben. Und die haben untereinander Verträge. Ja? Also wenn die Telekom jetzt irgendwie Pakete über den da verschickt irgendwohin und der da Pakete über die Telekom verschickt, dann gleichen die untereinander, je nachdem, wie viele Daten über welche Zeiträume verschickt werden, gleichen die untereinander die Rechnungen aus. Genau. Und ansonsten nehmen aber alle von allen Paketen an. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel der Freenet-Server irgendwie ausfällt oder der Freenet-Server sagt,
mache jetzt nur noch chinesische Pakete, dann schicken die anderen das halt über die anderen rum. Und so würde das funktionieren. Könnte sein, dass für einige Leute die Verbindung dann schlechter wird, aber insgesamt würde die Verbindung dann halt noch funktionieren. Um euch das mal anzuschauen, könnt ihr übrigens den Befehl traceroute benutzen. Ja, also genau wie ihr den Ping-Befehl benutzen könnt, könnt ihr an eurem Rechner auch traceroute www.wikipedia.de auf einem Mac-Rechner oder tracert, cooler Hack-Speech quasi, tracert auf einem Windows-Rechner in der Kommandozeile eingeben. Und was ihr dann bekommt, ist wieder die Auflösung der IP-Adresse zu dem Domainnamen. Dann bekommt ihr aber als zusätzliche Information, wie viele Sprünge macht so ein Paket eigentlich, bis es bei dem Server ist. Und wie lange dauert das? Na, also sozusagen, es wird gesagt, hey, der erste Sprung, der erste Server auf dem Weg zum Wikipedia-Server, wer ist das eigentlich? Und an wen leitet der das Paket weiter? Und an wen leitet der, an den es weitergeleitet wurde, dann weiter? Und wie viele, dann kann man sehen, kriegt man eine schöne Auflistung, wie viele Rechner zwischen einem selbst und beispielsweise dem Wikipedia-Server sind. Und man bekommt gleichzeitig zu dieser Auflistung noch eine Information dazu, wie lange so ein Paket bis dahin braucht. Wie funktioniert das technisch? Technisch funktioniert das so, habe ich das hier aufgeschlüsselt? Nein. Technisch funktioniert das so, ich schicke ein Ping-Paket raus, aber ich sage, dass die TTL, die Time to Live von diesem Ping-Paket, nur ein einziger Sprung ist, ein Hop. Na, der erste Server bekommt dieses Ping-Paket und sagt, hey, das ist ein Ping-Paket, das ist aber nicht für mich, das ist für den Wikipedia-Server, na, für diese IP-Adresse von dem Wikipedia-Server. Das Problem ist, da stand Time to Live ist 1 und in dem Moment, wo ich das bekommen habe, habe ich die Time to Live um 1 reduziert, damit der nächste Bescheid weiß, dass jetzt schon mal ein Hop passiert ist quasi. Jetzt ist die Time to Live aber 0. Dann schicke ich das Ping-Paket zurück und sage, hey, bei mir ist die Time to Live auf 0 gelaufen. Tut mir leid, ich habe es nicht weitergeleitet. Wolltest du selber so. Und dann macht mein Rechner Folgendes. Der macht jetzt noch ein Ping-Paket, wieder an den Wikipedia-Server, aber diesmal setzt er die Time to Live auf 2. Jetzt bekommt der erste Rechner das wieder, das Paket, und sagt, ein Ping-Paket. Time to Live, das Ping-Paket ist nicht für mich, ich muss es weiterleiten. Time to Live ist noch nicht bei 0, die ist bei 2 gewesen, bevor es bei mir ankam. Ich habe es um 1 reduziert und gebe es also jetzt weiter. Der nächste Server bekommt es auf dem Weg zur Wikipedia-Seite, zum Wikipedia-Server, schaut sich das Ping-Paket an, sagt, das ist nicht für mich, das muss ich weiterleiten. Ich habe die Time to Live, die ja bei mir schon nur noch 1 war, jetzt auf 0 reduziert, weil ich ja schon ein weiterer Hop bin. Und muss jetzt sagen, tut mir leid, lieber Absender, das Ping-Paket muss ich dir zurückschicken, in Anführungszeichen. Ja, also ich schicke dir ein Paket und ein Informationspaket, in dem drinsteht, ich habe dein Ping-Paket bekommen. Time to Live war aber bei mir abgelaufen, deswegen kriegst du es zurück. Und so arbeitet man sich dann quasi hoch, bis man weiß, mit welcher Time to Live das Paket beim Wikipedia-Server ankommt. Und zwischendurch hat man aber von jedem Server, der auf dem Weg war, nicht nur die Information, dass er zwischendurch das Paket erhalten hat, sondern auch die Information, der wievielte Hop, der wievielte Sprung er war. Und so kann man das dann messen. Ja, also wenn wir uns das hier beispielhaft angucken, wir können das ja auch mal live probieren. Ich habe das Terminal, glaube ich, noch offen. So, machen wir es anders. So. Okay, das ist interessant. Ach so, ich hätte das Ding rauslöschen müssen. So, der erste Server ist also 10.28.01. Das ist eine private Adresse quasi. Das heißt, es ist noch keine Internet-IP-Adresse, die aus dem Internet verfügbar wäre. Dann haben wir CR-TUB 2. TUB steht für TU Berlin. Dann haben wir hier Erlangen. Das ist auch noch aus dem deutschen Forschungsnetzwerk eine IP-Adresse. Dann haben wir hier GoDaddy FAA1. Das ist also Frankfurt. Polaris wird der Name des Servers sein. GoDaddy ist der Anbieter, der ihn betreibt. Und dann haben wir hier wieder Frankfurt 10, GD Infnet, Gesellschaft Deutschlands für Informatik vielleicht oder so. Können wir mal gucken. Also noch ein Server, der das bekommen hat, der Antares heißt. Dann noch ein Server, der Nashira heißt, ebenfalls GD Inf. Und dann haben wir in Köln wieder einen GoDaddy-Server. Und zuletzt kommt es bei der Wikipedia an. Und das sind also die Rechner, die unterwegs quasi meine Pakete bekommen. Wenn ich das also dem Wikipedia-Server, wenn ich jetzt auf die Wikipedia-Seite gehe und sage, ich möchte gerne die Webseite, ich klicke auf den Link zu der Webseite für zum Beispiel den Befehl traceroute,
dann passiert nichts weiter, als dass mein Computer die Informationen in dem Link benutzt, um ein Paket zu verpacken und an den Wikipedia-Server zu schicken und zu sagen, hey Wikipedia-Server, ich hätte gerne alle Informationen, die du bereithältst, damit bei mir auf meinem Rechner die Webseite, die du anbietest zum Thema Traceroute, dargestellt werden kann. Und der Wikipedia-Server schnappt sich dann dieses Paket, also diese Informationen in der Webseite, macht daraus ein Paket oder zwei oder drei und schickt die dann in meine Richtung los. Und die laufen dann quasi vom Wikipedia-Server über den zu mir. Und wenn ich noch weitere Anfragen stelle, dann gehen die über den zur Wikipedia-Seite. Und so geht es dann immer hin. Ihr seht, das Internet ist kleiner, als man denkt. Ja, es waren nur 2, 4, 6, 8 oder so Rechner dazwischen. Jetzt will ich mich nicht verzählen, 2, 4, 6, 8. Genau, 8 Rechner zwischen mir und der Wikipedia, dem Wikipedia-Server und andersrum. Ja, und so kann man sich dann durcharbeiten. Genau, und dann kann man wilde Sachen probieren. Ja, wie ist meine Verbindung eigentlich zu Netflix? Und kann dann gucken, wie viele Rechner unterwegs sind. Und wie man hier sieht, ist das offensichtlich auf einem AWS-Server von Amazon laufend. Ja, Amazon Web Services sind das. Und da wird Netflix also einen Server von Amazon gemietet haben, um da ihre Dienste zur Verfügung zu stellen. Genau, und jetzt kriegt er sich halt so durch das Geflecht von Computern, die dazwischen sind. Oh. Und jetzt hat irgendeiner der Rechner hat zwischendurch gesagt, Ping-Pakete mache ich nicht, ist mir egal. Und deswegen wird jetzt nochmal versucht, die Verbindung aufzubauen. Klappt aber irgendwie nicht. Naja, können wir mitleben. Genau, und so könnt ihr quasi live von zu Hause nachvollziehen, wie eure Pakete sich durch das Internet winden. Damit alles ein bisschen schneller geht, merken sich die Rechner, wo sie Datenpakete entlang schicken können, am besten, damit die Verbindung gut ist. Ja. Man kann auch festlegen, wo Verbindungslinien langlaufen. Ich kann zum Beispiel sagen, hey, für alle Pakete, die zum Beispiel von amerikanischen Sicherheitseinrichtungen kommen, die sollen nicht an meinetwegen iranische oder koreanische Server weitergeleitet werden. Ja, und dann kann man da sagen, okay, es gibt bestimmte Pakete, die irgendwo nicht langlaufen sollen oder anders nicht laufen können. Man kann aber vor allen Dingen dafür sorgen, dass sozusagen der Verkehr von Paketen, wie sie geschickt werden, verteilt wird, sodass zum Beispiel Load Balancing betrieben werden kann. Also ich kann sagen, okay, jetzt die Telekom-Server, die sind gerade irgendwie müde. Da ist gerade so viel Verkehr. Vielleicht ist gerade irgendwie die digitale Übertragung von Deutschland durch den Superstar oder so, keine Ahnung. Und deswegen muss es halt über einen anderen Server gehen und dann wird viel Traffic halt über einen anderen Bereich geschickt. Und so kann man so ein bisschen Verkehrskontrolle betreiben quasi. So kann man aber auch zum Beispiel dafür sorgen, dass einige Nutzer Zugang bekommen zu Angeboten und andere nicht. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf im Netzwerk der HU bin, entweder über VPN, das lernen wir später, was das ist, oder indem ich hier direkt angeschlossen bin an das WLAN oder per Kabel oben in der Uni-Bibliothek von der juristischen Fakultät, da gibt es so kleine Buchsen, wo man dann sein Notebook per Kabel anschließen kann an das Netzwerk. Und da kann man dann, wenn man da jetzt sozusagen den Webserver von BackOnline anspricht, dann wird im Netzwerk von der HU erkannt, oh, dieses Paket, das aus meinem Netzwerk kommt, ne, also ich sitze dann im Router und sage, hey, dieses Paket, oder sagen wir mal, ein Server, ein Computer sitzt da und er sagt, oh, dieses Paket, das jetzt zu mir kommt, das ist für BackOnline. Das schicke ich jetzt nicht raus über das normale Netz, sondern ich schicke das an einen speziellen Server von BackOnline. Und der Server von BackOnline, wenn er diese Anfragepakete bekommt, sagt er, oh, dieses Paket, das kommt an mich als speziellen Server und der Absender kommt aus dem Adressraum der Humboldt-Universität. Mit der haben wir einen Vertrag und alle Anfragen, die aus deren Netzwerk kommen, denen geben wir Zugriff auf bestimmte Module. Ja, und so passiert es, dass ihr auf die Homepage der Fakultät geht und solange ihr im Netzwerk, entweder im virtuell privaten Netzwerk oder im quasi lokalen Netzwerk der HU seid, erkennt der Server von BackOnline automatisch, dass ihr aus diesem Netzwerk kommt und sagt, hallo, du bist eingeloggt als HU Berlin. Willst du dich vielleicht persönlich einloggen? Tja, und dadurch hat man dann direkten Zugriff.
Manchmal muss man einen bestimmten Link anklicken, manchmal geht es nicht, dass man einfach Back Online eingibt, aber generell funktioniert es dann nach diesem System.